Literaturnobelpreis. Die Weißrussin Svetlana Alexejewitsch polarisiert. Willkommenskultur. Wie begrüßt man Außerirdische? Subversiv. Der Künstler Via Lewandowski spielt mit dem öffentlichen Raum. The Nobel Prize in Literature for 2015 is awarded to the Belarusian writer Svetlana Alexejewitsch für ihr vielstimmiges Werk, das dem Leiden und dem Mut in unserer Zeit ein Denkmal setzt. War ausnahmsweise mal keine totale Überraschung, diese Entscheidung. Svetlana Alexejewitsch wurde schon lange für den Literaturnobelpreis gehandelt und in den Wettbüros stand sie aktuell an der Spitze. Guten Abend zur Kulturzeit. Der Literaturnobelpreis geht an eine weißrussische Autorin, die mit ihrer Kritik am eigenen und am russischen Regime nie gespart hat, aber auch ihre Kritik dem Westen gegenüber klar äußert, was seinen Umgang mit der zerfallenen Sowjetunion betrifft. Also klar, auch eine politische Entscheidung. Vor 2 Jahren hat Svetlana Alexejewitsch bereits den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels bekommen und 1998 den Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung. Ihre sogenannten Romane aus Stimmen werden hochgeschätzt. Sie interviewt dafür diejenigen Zeitzeugen, denen sonst eben keine eine Stimme verleiht und macht daraus dann poetische Collagen. Und so hat die frisch gebackene Literaturnobelpreisträgerin heute bei einer improvisierten Pressekonferenz in Minsk auf die Verkündung reagiert. Das ist nicht nur ein Preis für mich, sondern für die Kultur meines Heimatlandes, das im Laufe seiner Geschichte immer wieder zwischen Mühlsteinen zerrieben und von allen Seiten bedrängt wurde. Live zugeschaltet ist mir jetzt aus Hamburg die Literaturkritikerin Iris Radisch. Frau Radisch, heute Mittag, Punkt 13 Uhr, wurde die Entscheidung bekannt gegeben. Sie sind Osteuropa-Kennerin, mit vor allen Dingen der Literatur. Wie haben Sie spontan reagiert? Sehr zwiespältig, muss ich sagen. Einerseits ist ganz klar, es ist eine ganz große und bedeutende Publizistin, die ich seit vielen Jahren verfolge. Aber ich habe überhaupt nicht verstanden, warum sie den Literaturnobelpreis bekommt, weil in meinen Augen ist es eine großartige Kollegin, eine Journalistin, eine Reporterin, jemand, der auf die Straße geht, der Leute befragt, der das wunderbar aufschreibt. Ich denke immer, ein Literaturnobelpreis soll Literatur küren. Für Romane halte ich persönlich ihre Bücher überhaupt nicht. Ist das dann eine klare politische Entscheidung vorderrangig? Das ist ganz sicher ein Signal dafür, dass Literatur immer mehr als Themenlieferant gesehen wird und auch dafür, dass der Literaturnobelpreis vergeben wird nach außerliterarischen Kriterien. Wir reden gleich weiter, danke schon mal. Ja, als Svetlana Alexejewitsch zunächst mal am Telefon erfahren hat, dass sie den Nobelpreis bekommt, hat sie spontan gerufen, fantastisch. Denn sie weiß natürlich, dass diese Auszeichnung ihrem Anliegen eine ganz andere Öffentlichkeit verleiht und dass Russland und Weißrussland das wohl zähneknirschend hinnehmen müssen. Bislang haben sich weder Putin noch Lukaschenko geäußert. Alexejewitschs Bücher über sowjetische Soldatinnen im Zweiten Weltkrieg und über die Folgen des sowjetischen Afghanistankriegs, auch über Tschernobyl, haben ihr eine Menge Ärger beschert in ihrer Heimat. Vielen gilt sie als Landesverräterin. Dabei hat gerade sie ein so großes Verständnis für die auseinandergebrochene Sowjetunion, für die verletzten Seelen ihrer ehemaligen Bürger. Vergangenes Jahr hat Ulf Kalkreuth sie in ihrer weißrussischen Heimat besucht und einen anderen Einblick bekommen in die aktuellen Konflikte. Wenn die Leute in der ehemaligen Sowjetunion von Deutschland, Frankreich oder Italien erzählen, dann sagen sie Europa. Und es klingt immer, als ob sie von einer ganz anderen Welt reden, zu der sie niemals gehören werden. Die Schriftstellerin Svetlana Alexejewitsch fragt sich, warum nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion der Aufbruch in die Moderne nicht gelang. Warum jetzt plötzlich die Gespenster der Vergangenheit wieder da sind. Die Leute haben sich in den 90er Jahren vorgestellt, dass das neue Leben schon morgen beginnt, am besten gleich. Tatsächlich aber schlossen die Fabriken, die Leute verarmten, Millionen Arbeitslose. Das hat niemand von ihnen erwartet. Sie wachten also eines Tages in einem fremden Land auf, in dem sie einfach nicht heimisch geworden sind. Alexejewitsch stammt aus der Ukraine.
Der Vater Weißrusse, die Mutter Ukrainerin. In der Sowjetunion groß geworden, lebt sie heute in Weißrussland. Ihre Familiengeschichte steht für die von Millionen ehemaligen Sowjetbürgern. Sie leben verstreut im einstigen Riesenreich, das sich jetzt plötzlich als Wiedergänger zu erheben scheint. Was treibt Putin an? Und warum folgen ihm Millionen, nicht nur in Russland? Die Sache ist nicht nur eine Putin-Sache. Wir sollten von einem kollektiven Putin sprechen. Putin ist in den Menschen drin. Und in ihm akkumulieren sich die Erwartungen und die Energien, die es in der Gesellschaft gibt. Das ist wie ein gesellschaftlicher Auftrag. Was Alexejewitsch meint, ist, dass Putins kompromissloses und aggressives Auftreten von Millionen Russen als Erlösung empfunden wird. Eine Erlösung aus einer namenlosen Erniedrigung. Das totale Chaos, das in den 90ern ausbrach, als sich Oligarchen das Land unter den Nagel rissen und die Politik nur zusah, hat bis heute niemand vergessen. Bis jetzt sind die Nachwirkungen dieser Zeit in Städten und Dörfern zu sehen. Und diese Erlebnisse verbinden die Menschen bis heute mit dem Begriff von Demokratie. Und deswegen wollten sie jetzt einen kleinen siegreichen Krieg, um sich endlich Respekt zu verschaffen. Für Alexejewitsch aber ist dieser kollektive Putin, der jetzt erscheint, nicht nur eine Reaktion auf das Trauma des kommunistischen Zusammenbruchs. Er ist auch eine Antwort auf die Politik des Westens gegenüber Russland seit 20 Jahren. Als Gorbatschow 1991 seinen Schreibtisch räumte und die Sowjetunion Geschichte war, da hatte er das Versprechen bekommen, die NATO werde nicht vor Moskaus Türen treten. Es war eine Lüge. Man hat das dann alles vergessen. Russland war schwach. Man konnte es einfach ignorieren. Und so siegte eigentlich das alte geopolitische Herangehen des Westens gegenüber Russland. Die Menschen in der ehemaligen Sowjetunion waren mit nacktem Existenzkampf beschäftigt. Die politische Führung lag in Agonie. All das hat den Westen zu einem riesigen Irrtum verführt. Man müsse dieses Millionenvolk im Osten einfach nicht mehr ernst nehmen. Ich denke, dass der Westen einen Fehler gemacht hat. Er hat Russland nicht geholfen, aus dieser Situation herauszukommen. Stattdessen hat man Russland die ganze Zeit an der kurzen Leine geführt. Und natürlich ist das eine der Ursachen, die zu Putins Politik führte. Die Leute in Russland haben bis ins letzte Dorf eins sehr gut verstanden. Den maßlosen Zynismus des Westens. Kosovo, Irakkrieg, Raketenschutzschild. Putins aggressive Reaktion auf den Umsturz in der Ukraine ist für Alexejewitsch auch eine Antwort auf dieses geopolitische Gehabe des Westens. Ja, klar. Wenn man das alles nur machtpolitisch sieht, dann kann man Putin ja sogar verstehen, dass er keine NATO-Basen auf der Krim haben wollte. Svetlana Alexejewitschs Bücher sammeln die Erinnerungen tausender ehemaliger Sowjetbürger an den Horror des 20. Jahrhunderts. Wir dachten eigentlich, das wäre vorbei. Für Alexejewitsch ist diese Neuauflage des Ost-West-Konflikts Politik von gestern. Wir sprechen weiter mit der Literaturkritikerin Iris Radisch, live zugeschaltet aus Hamburg. Frau Radisch, wir haben gerade gehört, für die Preisträgerin ist der Horror des 20. Jahrhunderts noch lange nicht vorbei. Und sie versucht in ihren Collagen Menschen eine Stimme zu geben. Wie sieht das genau aus, diese Romane aus Stimmen? Ja, sie führt Gespräche, sie führt Interviews und da muss man sagen, da ist sie ungeheuer couragiert. Sie geht, zum Beispiel ist sie nach Tschernobyl gegangen, unmittelbar nach der Reaktorkatastrophe, hat da mit den Rettungsleuten gesprochen, hat mit den Menschen gesprochen, die da waren. Sie hat mit Frauen gesprochen, mit Rotarmistinnen, die im Zweiten Weltkrieg waren. Sie hat so viele mutige Interviews geführt, die sie dann auf ihre sehr eigenwillige Weise zusammenschneidet. Man hat also ihre Fragen nicht mehr, die lässt sie weg, sondern es ist sozusagen nur noch das
die Sprache der Menschen, sie gibt den Menschen eine Stimme, das ist auch, was sie immer wieder sagt. Sie möchte den kleinen Menschen, den vergessenen Menschen eine Stimme geben und sie lässt dann einfach diese Menschen sprechen, meistens immer so mit drei Pünktchen unterbrochen. Da sieht man, da hat die Reporterin einen Schnitt gesetzt. Es sind also durchaus sehr bearbeitete Interviews, aber das ist das, was wir Journalisten nun mal machen. Wir bearbeiten Interviews. Und aus diesen vielen Stimmen, aus diesen Protokollen im Grunde, setzen sich ihre Bücher zusammen. Sie hat den Anspruch, Ereignisse eben nicht zu rekonstruieren, so wie es Historiker tun, sondern Gefühle. Transportieren sich diese Gefühle eben so unmittelbar, wie sie das gerne möchte? Ja, das finde ich schon. Man kann schon sagen, es sind sehr intime Gespräche, die eben nicht nur die großen Daten der Zeitgeschichte abhandeln, sondern die auch tief in das Privatleben, in die Liebe, in den Themen wie Tod, Verlust von Menschen, Verlust von Identität, das geht sehr, sehr tief, also wirklich an die nackte Seele, kann man sagen. Das ist ja auch ihr Titel, den sie als Übertitel über ihr ganzes Werk gelegt hat, eine Chronik der roten Seele schreiben zu wollen. Also das geht schon sehr weit, aber es ist doch, ich würde es eben nicht Literatur nennen, sondern Oral History vielleicht oder auch eben einfach sehr, sehr guten Journalismus. Aber wo ziehen Sie da genau die Grenze? Denn diese literarische Reportage ist ja weit verbreitet, da ist sie ja nicht die einzige. Ja, aber es sind letztlich die Menschen, die dort sprechen. Das ist ein großer Unterschied. Sie hat als Reporterin Stimmen eingefangen und gibt sie wieder. Und ich bin einfach der Ansicht, dass Literatur etwas anderes ist. Literatur, das ist, hat etwas zu tun mit der Gemachtheit. Da ist ein Autor, das hat eine Literarizität, das ist eine Erfindung, das hat eine Eigenkraft, die von einem Autor gestaltet wurde. Und das ist etwas anderes als ein noch so gut montiertes Protokoll. Einige Kollegen von Ihnen schätzen das anders ein, zum Beispiel Dennis Scheck, der ja auch oft Literatur kritisiert für uns, auch Volker Weidermann, die finden das eine ideale Wahl. Gibt es also unter Kritikern ein so unterschiedliches Verständnis von dem, was Literatur eben ausmacht? Sie sagen ganz klar, es ist Journalismus. Ich bin der Ansicht, dass der Literaturbegriff zu Unrecht immer weiter aufgeweicht wird. Es ist plötzlich alles Literatur. Das ist einfach nicht richtig, finde ich. Man muss schon unterscheiden zwischen Formen von Doku-Fiction, von dem, was man so Faction heute nennt, und was wirklich große Literatur ist, was man an die Seite stellen kann von Thomas Mann, Nabokov, Bertolt Brecht und. Ich bin absolut dafür, dass wir weiter Hierarchien haben, dass wir weiter Kriterien haben für das, was gute Literatur ist, was überhaupt Literatur ist und dass wir nicht alles einfach wahllos zur Literatur erklären, was gut gemacht ist, was irgendwie schön geschrieben ist und was uns thematisch interessiert. Das reicht nicht. Frau Hartsch, jetzt hat Svetlana Alexejewitsch nun mal diesen Nobelpreis. Ich nehme an, das verbreitet eine große Neugierde in der Welt. Wenn wir jetzt diese Bücher lesen wollen, neugierig drauf sind, was können Sie uns vermitteln, auch hier im Westen, vielleicht über die Krise, die auch derzeit dort stattfindet, uns überhaupt neue Sphären öffnen, jetzt mal abgesehen davon, ob es Journalismus ist oder Journalismus oder Literatur? Ja, diese Bücher berühren einen ja sehr. Die haben auch mich sehr, sehr berührt. Zum Beispiel die Zinkjungen, also die Soldatenmütter, die ihre Söhne in Afghanistan verloren haben. Die Männer, die da zurückgekommen sind. Man erfährt da wirklich Innenansichten eines Krieges. Oder auch ihr letztes großes Buch, die Secondhand-Zeit, wo man sieht, was ist der Sowjetmensch? Was hat er verloren? Wie fühlt er sich, nachdem dieses gigantische Imperium zusammengebrochen ist? Was hat das mit den Seelen angerichtet? Ja? Wie ist das bis in das Privatleben durchgedrungen? Was haben die Menschen zu erzählen? Also wenn man wirklich Zeitgeschichte so intim und so nah an der, sozusagen am Ohr des Volkes kennenlernen will, gibt es keine besseren Bücher. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch und jetzt gucken wir uns mal weitere Reaktionen an. Ich habe schon gesagt, andere Kritiker haben ganz anders reagiert. Ich war fasziniert von ihr als Chronistin unserer Zeit, aber vor allem auch als literarische Autorin. Denn das ist sie und deswegen ist es vollkommen gerechtfertigt, dass sie den Nobelpreis für Literatur bekommt, da sie ja nicht eins zu eins das zu Papier bringt, was sie hört an Geschichten. Ihre Texte basieren ja auf Gesprächen
Und was sie aus diesen Gesprächen, aus dem, was sie protokolliert und aufgenommen hat, macht, ist Literatur. Das ist ein literarisches Verfahren. Sie lässt einen Chor von vielen Stimmen erklingen und rafft die Texte, bearbeitet sie so, arbeitet mit ihnen in einer Art Verfahren der Reduktion, ja, sodass aus ihnen eine ganz intensive Prosa wird. Ich glaube, es ist eine ungeheure Anteilnahme an dem Schicksal anderer Menschen. Sie ist jemand, der Distanz hält, die eine Schriftstellerin, die aushält, was den Menschen widerfahren ist, das zu beschreiben, aber trotzdem keine Zynikerin wird. Und am Ende gibt es doch immer eine, naja, es klingt etwas pathetisch und es gibt so etwas wie Liebe zu den Menschen. Und das ist eigentlich bei all dem, und die Themen, die sie behandelt, sind ja alle ziemlich grauenhaft. Das ist eigentlich das Eindrucksvolle. Die Hauptthemen sind ja fast immer Gewalt, Verletzung von Menschen, Krieg. Man braucht nur das letzte Buch zu lesen, Secondhand-Zeit. Das ist große Literatur. Das ist ja auch nicht jetzt einfach Interviews gemacht und die Interviews zu Papier gebracht. Das ist Quatsch. Nicht immer. Das ist komponiert und das ist natürlich auch in eine dichterische Sprache gebracht. Es gab jetzt lustigerweise in Russland, von Weißrussland weiß ich es nicht, eine große Diskussion, ob das eine russische Autorin ist. Ohne Zweifel ist sie das. Sie ist eine russisch schreibende Autorin, aber sie ist eine Kritikerin dieses heutigen Russland. Und das hat, glaube ich, schon einigermaßen bei der Juryentscheidung in Stockholm mitgespielt. Also literarisch ist sie für mich ein Phänomen. Eigentlich macht sie etwas, was einerseits ganz naheliegend ist und was außer ihr im Prinzip keiner heute so in dieser Art und Weise beherrscht, dass es vom Ansatz her etwas Journalistisches ist, dass sie hingeht, dass sie jemand ist, dem die Menschen erzählen. Das ist, glaube ich, eine ganz große Qualität, dass sie ein Zuhören hat, was sozusagen Geschichten zutage fördert, die vielleicht jemand anderem gar nicht erzählt werden. Und dass sie dann die Gabe hat, das einerseits sehr genau aufzuschreiben und auf eine Art und Weise, fragen Sie mich jetzt nicht, wie wird daraus Literatur? Und das ist etwas ganz Seltenes, in gewisser Weise so die Quadratur des Kreises. Ja, Frau Radisch, viele Stimmen, viele Reaktionen. Ihre Reaktion darauf? Ja, ich gebe eigentlich allen recht, was Sie Gutes gesagt haben. Aber ich kann noch mal sagen, ihr unterschätzt uns Journalisten. Wir arbeiten an Interview, wir verdichten die, wir machen daraus einen eigenen Text. Und das, ich sage es nur noch mal, das ist noch nicht Literatur. Journalismus ist nicht Literatur, auch wenn er noch so gut ist. Und ich verbeuge mich vor dieser großen Publizistin, aber ich möchte darauf beharren, was Literatur ist und was nicht. Wen hätten Sie sich gewünscht? Murakami. Okay, wird vielleicht nächstes Jahr was. Vielen Dank, Frau Radisch. Danke. In ihrem Buch Secondhand Sight bringt Svetlana Alexejewitsch eindrücklich auf den Punkt, worum es ihr geht. Zitat: Historiker interessieren sich nur für Fakten, die Gefühle bleiben draußen. Sie werden von der Geschichtsschreibung nicht erfasst. Ich sehe die Welt mit den Augen der Menschenforscherin, nicht mit denen eines Historikers. Ich bestaune den Menschen. Wir hatten gerade schon drüber gesprochen mit Frau Radisch. In dem Buch von 2013 geht es übrigens um die postsowjetische Gesellschaft. Und damit weiter mit den Tipps von Yvonne Gülle. Wiedersehen mit dem Altmeister der filmischen Neurose in Hanna und ihre Schwestern. Du siehst wirklich gut aus. Was machst du? Ich hoffe, du hast dich geändert. Ja, ich hoffe, zu deinem Vorteil, ja, denn deine Persönlichkeit... Einer von drei Woody Allen-Filmen auf dem jüdischen Filmfestival Wien. Das ist sie, meine Tante Adele, gemalt von Gustav Klimt.
Es ist wunderschön. Sie hing bei uns zu Hause, bis wir enteignet wurden. Die Frau in Gold mit Helen Mirren. Österreichs Nazi-Vergangenheit verwoben mit einer jüdischen Familiengeschichte. Der Dokumentarfilm The Green Prince. Ein israelisch-palästinensischer Politkrimi. Ich hasste die israelischen Soldaten und jeden in einer israelischen Uniform. Ich hatte einen untrüglichen Instinkt. Ich wusste, es würde klappen. Die Geschichte eines Spions in den Reihen der Hamas und einer ungewöhnlichen Freundschaft. 54 Produktionen umfasst das Programm des jüdischen Filmfestivals Wien. Eine Reise ist immer auch ein Abenteuer. In den 80er Jahren fuhr der Schweizer Fotograf Melchior Imboden durch Marokko, Algerien, Libanon und Ägypten. Entstanden sind damals Bilder, die den Betrachter heute auf eine Zeitreise schicken. Zu sehen jetzt in einem Bildband und einer Ausstellung. Imbodens Aufnahmen von Landschaft und Menschen wahren die Distanz. Ihre Unschärfe lässt die Grenzen zwischen fremd und vertraut damals und heute verschmelzen. Die Ausstellung Zeitreisen bis 22. November im Haus für Kunst Uri. Wirklich niemand malt so schön wie wir den Teufel an die Wand und ein Gedanke zündet alle Lichter. Er sei schon immer ein melancholischer Mensch gewesen, sagt Enno Bunger. Seiner Musik und seinen Texten verleiht dieser Wesenszug eine eindringliche Intensität. Noch bis Ende des Jahres ist Enno Bunger auf Tour in den Dreisatländern. Wir gehen erst nach Hause, wenn wir wissen, wo das ist. Ich will mich mit dir verlaufen, irgendwo im Neonlicht. Bester deutscher Pop mit Tiefgang. Enno Bungers drittes Album Flüssiges Glück erscheint morgen. In diesen Tagen wird viel über Willkommenskultur gesprochen und von Grenzen. Aber lassen Sie uns da jetzt einfach mal die Perspektive radikal wechseln. Mal angenommen, Außerirdische kämen auf unseren Planeten. Was würden wir dann tun? Gab da schon so einige extrem witzige Filme drüber. Aber mal ernsthaft, wie würden wir ihnen begegnen? Der dänische Filmemacher Michael Madsen hat dieses Ereignis, das mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit noch nie stattgefunden hat, zum Ausgangspunkt seines aktuellen Dokumentarfilms The Visit gemacht. Kein Quatschprojekt, sondern eine seriöse Auseinandersetzung von Experten aus Wissenschaft und Politik mit der Landung von Außerirdischen auf unserem Planeten. Die Erkenntnis, durch den Besuch von Fremden lernen wir selbst mehr über uns als Gastgeber, als uns das vielleicht lieb ist. Die unendliche Weite des Weltalls. Gibt es da Leben? Was geschieht, wenn Außerirdische bei uns landen? Hätten wir Angst? Würden wir sie willkommen heißen? Was würden wir sie fragen? Did you come here knowing about our existence? How long are you going to stay? Are there more of you? Where have you been before? What makes you happy? Der Besuch von Außerirdischen auf der Erde. Diese Vorstellung hat den dänischen Regisseur Michael Madsen zu einem Dokumentarfilm inspiriert. Ein solcher Besuch hat zwar noch nie stattgefunden, aber es gibt Experten, die sich mit diesem Szenario auseinandersetzen. Madsen hat sie getroffen und mit ihnen den Ernstfall durchgespielt. Die Handlung mit den Außerirdischen ist fiktiv. Aber all die Experten im Film sind real. Dadurch lassen sich die Grenzen unserer heutigen Wissenschaft entdecken und gewissermaßen auch überschreiten. Akribisch genau beschreibt The Visit die Eventualität. Zeigt, welche Diskussionen der Besuch auslöst. Etwa beim Büro der Vereinten Nationen für Weltraumfragen. Somebody has to go in to the site to verify that this is a craft, spacecraft from outer space. Nicht nur auf politischer Ebene stellen sich bei der Ankunft der Außerirdischen Fragen, sondern auch in der Wissenschaft. Was geschieht, wenn unterschiedliche Organismen aufeinandertreffen? We don't know how closely we're related, but we do worry that our organisms here on Earth could cause you a problem and that things you're bringing with you might cause us a problem.
Ich denke, die Begegnung mit außerirdischen Lebewesen würde unser Weltbild komplett verändern und würde auch die Frage mit sich bringen, was bedeutet es, Mensch zu sein? Schnell wird der Dokumentarfilm zur Parabel. Es ist nicht der Besuch, der Manson interessiert, sondern wir, die Gastgeber, und unsere Angst vor dem Fremden. Und die Frage, wer wir sind. Darüber wurde schon vor 40 Jahren nachgedacht. Damals haben Wissenschaftler Informationen über die Menschen zusammengetragen, auf Schallplatten gespeichert und mit einer Raumsonde ins Weltall geschickt. In 1977 we sent a spacecraft out, the most comprehensive depiction of what it means to be human. Botschaften und Dokumente, die möglichen Außerirdischen über uns erzählen. Datenträger mit musikalischen Meisterwerken. Bilder von uns Menschen, unserem Körper, unsere Kulturen. Die Sonde vermittelt ein unvollständiges Bild von uns Menschen, wie Manson dem imaginären Besucher zeigt. Now that you're here, are you surprised at the sight of our soldiers? To us it's perfectly normal. The Visit ist eigentlich nichts anderes als ein großes Blind Date. Wie wenn fremde Menschen aufeinandertreffen. Wie präsentiere ich mich? Zeige ich mich von meiner besten Seite? Am I presenting the nice side of myself? Oder bin ich ehrlich? Und wenn ich ehrlich bin, wirst du dann wegrennen? Weißt du, was es heißt, ehrlich zu sein? Und inwieweit kenne ich mich wirklich selbst? Die Begegnung mit Außerirdischen, die Manson in seinem Dokumentarfilm inszeniert, ist ein Gedankenspiel. Es gibt uns die Möglichkeit, mit neuem Blick auf uns und unseren Umgang mit dem Fremden zu schauen. Und das macht den Film spannend. It's almost as unprecedented as one arriving is one going away. Why? Didn't they like us? Willkommenskultur mal aus einer anderen Perspektive. Aus den Höhen des Alls begeben wir uns nun in die Niederungen der Politik. In Wien wird am Sonntag gewählt. Und von der hohen Kunst der politischen Auseinandersetzung, von intellektuellen Wortgefechten mit feiner Klinge, ist im Wahlkampf um die österreichische Hauptstadt überhaupt nicht zu spüren. Wien ist eine rote Hochburg seit Jahrzehnten. Hier regiert die SPÖ mit Bürgermeister Michael Häuptl an der Spitze. Doch jetzt drängen die Blauen, die Rechtspopulisten, FPÖ ins Rathaus. Nicht weniger als eine Oktoberrevolution verspricht ihr Frontmann Heinz-Christian Strache. Die Wahlforscher sagen ein Kopf-an-Kopf-Rennen voraus. Und die Künstler und Intellektuellen, sie halten sich weitgehend raus. Dabei täte dem aufgeheizten Wahlkampf das ein oder andere besonnene Wort gut, vor allem in Anbetracht der aktuellen Flüchtlingsdebatte. Warum also kommt da so wenig? Ein Protestbrunch der IG Kultur am vergangenen Samstag. Bei Wasser und Brot sollte auf die prekäre Lage vieler freier und alternativer Künstler und Künstlerinnen hingewiesen werden. Das karge Picknick im Grünen war einer der wenigen kulturpolitischen Akzente im bisherigen Wien-Wahlkampf. Kunst und Kultur, so scheint es, spielen in politischen Auseinandersetzungen kaum mehr eine Rolle. Und wenn, dann nur als Behübschung und Feigenblatt. Wenn man nichts sagt, dann wird man verhöhnt. Und dann heißt es, ja, warum sagen sie denn nichts, unsere Intellektuellen? Ja, wo sind denn unsere Intellektuellen? Warum sagen sie denn nichts? Und wenn sie dann was sagen, dann sagen sie, müssen sie immer die Goschen aufreißen. Wieso müssen sie das so wichtig machen, unsere Intellektuellen? Ja? Mir interessiert das Spiel nicht mehr. Erstens einmal sind, glaube ich, die Künstler nicht mehr so bereit wie früher, sich mit einer Partei zu solidarisieren, öffentlich. Das hat aber auch ganz viel mit den handelnden Personen zu tun. Der Feimann ist ganz einfach nicht der Kreisgeber. Man kann politische Kunst machen, aber man sollte besser nicht in die Politik gehen. Denn das, glaube ich, hebt jeweils das andere wieder auf. Die Kunst verlangt nach Wahrheit, die Politik verlangt oft nach dem Gegenteil. Seit Jahren das gleiche Bild. Strache ruft die Schlacht um Wien aus und prophezeit das baldige Ende der Ära Häupl. Wir können in Wien zur stärksten politischen Kraft werden. Der derart Herausgeforderte reagiert mit gewohnt grantelnder Grandezza. Wir sind Wien, nicht der Herr Strache und seine Truppe.
Auch diesmal sind die Fronten klar. Der Wahlkampf ist längst auf das rot-blaue Duell zugespitzt, was die anderen Parteien in gehörige Bedrängnis bringt. Und erstmals werden der FPÖ tatsächlich Chancen eingeräumt, was den obersten Rathausmann aus der Reserve lockt. Das ist doch merkwürdig, dass die Bürgermeister von Wien immer ausschauen wie die Bürgermeister von Wien. Der zukünftige Bürgermeister wird unter Umständen gar nicht mehr so ausschauen wie der Bürgermeister von Wien. Also das Fiakerhafte wird ihm fehlen. Und er wird eben jemand sein, der von Machtgier nur so strotzt und von Revanchismus nur so strotzt. Aber noch ganz sicher ist das nicht. Wird sich das rote Wien schon in wenigen Tagen in ein blaues Wien verwandeln? Blanker Unsinn, meint Robert Menasse. Mit rund 30% habe die FPÖ ihr Wählerpotenzial ausgeschöpft. Die letzten Wahlen, die in Österreich stattgefunden haben, haben gezeigt, und Wien wird es noch einmal zeigen, dass 2/3 der Wähler die Freiheitliche Partei nicht wählen. Dass Wahlkämpfe immer mehr zur schrillen Show verkommen, diese Kritik ist nicht wirklich neu. Zu viel Effekt, zu wenig Inhalt und viel zu kostspielig, so sehen das die von uns befragten Künstler. Es ist noch weniger Inhalt als sonst schon. Das ist natürlich dramatisch, weil das bedeutet ja, man geht davon aus, mit einer entpolitisierten Bevölkerung zu tun zu haben, die ausschließlich nur noch gefühlsmäßig geleitet werden kann. So aufgeladen und ressentimentgeladen und aggressiv und hysterisch habe ich eigentlich noch nie einen Wiener Wahlkampf erlebt. Es hat schon am meisten eigentlich der politischen Kultur geschadet. Also alles, was so in den nächsten, letzten 2 Monaten passiert ist und was da auf dem Rücken von Flüchtlingen ausgetragen wird, was ja wirklich schon an der Widerlichkeitsgrenze teilweise ist. Und dieses viele Geld während der Zeit, wo wir jetzt sagen, woher kommt das Geld für 30 Kirchen, woher kommt das? Sowas kostet viel Geld, Wahlwerbung. Wir kriegen das immer im Nachhinein mit, die Zahlen. Womit wir also beim Thema Flüchtlinge wären. Aber warum nützt diese Flüchtlingsfrage immer nur dem Rechtspopulismus? Gerade sie könnte doch eine mobilisierende Wirkung für all jene haben, die mit dem Kurs Straches nicht einverstanden sind. Schließlich waren beim Konzert Voices for Refugees mehr als 100.000 Menschen auf den Straßen Wiens. Es ist ja nicht die Frage der Flüchtlinge, sondern die Frage, wie reagieren wir auf diese Veränderung? Die Veränderung ist da. Wir können sie nicht einfach ausblenden. Wir können auch nicht beginnen, unmenschlich zu agieren. Wir können auch nicht beginnen, das, was Europa ausmacht, mit Füßen zu treten. So wie die Herausforderer das wollen, wird es nicht gehen. Das wird uns in eine Art von Urbanisierung führen. Und dann sind Österreich und Ungarn eine Avantgarde, die aber ziemlich isoliert sein wird. Welche Wahlempfehlung ergibt sich aus all dem? Auf jeden Fall die folgende. Das Allerwichtigste, wählen gehen. Auch wenn wir von Künstlern gern erwarten, dass sie sich in politische Debatten einschalten, ihre Kunstwerke müssen natürlich keine direkte politische Aussage haben. Klar, sie sollen uns vielmehr verführen, auf welche Weise auch immer. Als Verführer versteht sich zumindest der Bildhauer, Künstler und Fotograf Via Lewandowski ähnlich der Rolle eines Zauberers. Und deshalb heißt seine Ausstellung in Kiel jetzt auch Hokus Pokus. Müssen die Besucher oft mehrfach hingucken? Schwankt da ein Hochsitz? Dreht sich eine Uhr da rückwärts? Melanie Thun. Ein Künstler auf der Suche nach seiner Kunst, Via Lewandowski. Denn noch verstecken sich seine Werke in jeder Menge Kisten, müssen jetzt ausgepackt werden. Wir haben es gleich geschafft. Ja, ja, ja. In dem Fall ist es so, dass dieser Sockel hier oben unsichtbar eine Metallkante hat. An der reibt sich dann eine Gitarre. Ja, vielleicht. Wir machen wir jetzt mal einen Cut an der Stelle und ich baue das schnell auf, dass wir dann, ja. Klingt schräg, ist auch schräg, wie vieles von Lewandowski. Er betrachtet die Welt, die Gegenstände auf andere Art und Weise, bringt Brüche in die Sicht der Dinge. Das mag auch an dem Unfall liegen, den er mit 3 Jahren hatte.
Ich habe mir selber quasi das Auge ausgestochen. Im Spiel. Mit einem Nagel, der aus der Wand kam. Aus dieser besonderen Situation ist vielleicht sowas entstanden, dass man irgendwann mal sich eben auch so zurückgezogen hat und eben nur noch bestimmte Dinge gemacht hat und sich für bestimmte Dinge interessiert hat oder weil man sich eben besonders fühlte, weil man besonders behandelt wurde. In der DDR aufgewachsen, verließ er das Land kurz vor der Wende. Der Osten als Thema beschäftigt ihn trotzdem noch. Das zeigen allein diese vier Buchstaben. Sieg. Entnommen aus dem Satz, der Sozialismus siegt. So stand sein Sieg schon in Dresden und nun auch in Kiel. Doch wer da siegt, das lässt er offen. Wenn man über sie liest, fällt immer noch das Schlagwort Ostkünstler. Ach, ja. Nervt das? Ach, total. Dabei ist das genau der Punkt, den ich immer versucht habe zu vermeiden. Ich bin ja vor dem Mauerfall noch weg, weil ich es irgendwie nicht mehr ausgehalten habe da in diesem traurigen, grauen und so weiter. Es gab wohl in meiner Akte, ich habe sie selbst nie gelesen, aber Ausschnitte, weil andere da drin gelesen haben, gibt's wirklich ein Maßnahmeprotokoll, wo man mich festsetzen will. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Kaputte Leuchtschrift mit Stimme. Oder ein Kassettenrekorder, der zur Bühnenshow wird. Lewandowskis Kunst ist humorvoll, dabei clever und macht Spaß. Es gibt eigentlich keinen noch so langweiligen Gegenstand, der nicht eine Herausforderung wäre, ihn noch mal anders zu zeigen und daraus noch mal eine Idee oder eine ganze Welt zu generieren. Und deshalb lässt Via Lewandowski sogar ganze Hochsitze wackeln. Hokus Pokus eben. Hokus Pokus, bis morgen. Tschüss.